Danke. Oh, das ist cool. Irgendwie. Schlaf, schlaf, schlaf in die Schlaf. Okay. Und was muss ich jetzt tun? Wir gehen einfach wieder den ganzen beschissenen Weg zurück. Und so endete meine Jugend. Ich rannte sofort nach Hause, um meiner Mutter die freudige Nachricht zu überbringen. Ich dachte gar nicht daran, dass sie nun noch einsamer war als zuvor. Ich bin der Allianz beigetreten. Schön. Wann beginnt deine Ausbildung? In 2 Wochen muss ich mich in der Hauptstadt melden. In 2 Wochen schon? Mutter war nicht davon begeistert, auch mich an die Allianz zu verlieren. Aber sie tat so, als würde sie sich freuen. Nach 3-jähriger Ausbildung zum Techniker wurde ich auf die Inquisition versetzt, einem Forschungsschiff der Klasse 3. Unsere Mission bestand darin, unerforschte Gebiete zu kartografieren. Ich fühlte mich sehr wohl an Bord des Schiffes. Doch eines Tages enttarnten sich 2 Schiffe vor uns. Die Daleks! Nein, das sind keine Daleks. Daleks sind Arschlöcher, ich mag die nicht. Und griffen uns an. Exterminate! 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 Wir hatten keine Chance. Exterminate! Exterminate! Der Captain gab den Befehl zu... Ich war einer der Glücklichen, die die Explosion der Inquia heil überstanden. Doch meine Kapsel war trotzdem zu nahe dran. Viele Systeme wurden beschädigt und ich trieb ohne Steuerung im All. Nicht einmal ein Notsignal konnte ich senden. Mir blieb keine andere Wahl als... Kälteschlaf. Kälteschlaf eingeleitet. Ich habe nie herausgefunden, wie lange ich durch das All trieb. Es könnten Wochen, Monate oder Jahre gewesen sein. Oder auch nur ein paar Minuten. Irgendwann stürzte ich dann auf einen Planeten. Boom! Was? KI. K1. Ah, scheiße. Was ist das? Ist das eine Frau? Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Fraps 60 FPS-Dings da links oben, deswegen kann ich den Text nicht so gut entschlüsseln. Was ist das denn? Achso. Was war das? Es scheint im Wald eingeschlagen zu haben. Ist das nicht Zelda-Musik? Ja, natürlich ist das Zelda-Musik. Pup. Hallo du. Was soll ich denn heute Abend für ein Menü anbieten? Haben Sie denn die Erschütterung nicht gespürt? Erschütterung? Welche Erschütterung? Da ist etwas vom Himmel gefallen. Oh, bekommen wir einen Gast?
Hey du, Standardcharakter. So, etwas in den Wald ist in den Wald gefallen. Jemand sollte nachsehen, was es ist. Mach ich ja gleich. Aber sei vorsichtig. Oh nein, warte. Oh nein. Eine arme alte Frau. Bierdeckel gefunden. Auch auf diesem Planeten gibt es Bierdeckel. Gehen wir mal da rein. Hey du. Was war das? Etwas ist in den Wald gestürzt. Oh nein, hoffentlich ist nichts passiert. Ich geh mal nachsehen. Oh, ich kann Frauen nicht sprechen. Das ist so scheiße, Mann. It sucks so bad. Gut, wir sind im Wald. Wir sind nach. Bierdeckel gefunden. Ja, wir finden Bierdeckel in einem Wald. Oh mein Gott. Fuck. Eine Fledermaus aus Vampire's Dawn. Mal schauen, wie viel Angriff sie macht. Ganz normal. Let's fight against the bat. Zehn, ja, das hätte ich davor machen sollen. Sieg! 10 Tri erhalten. 3 Erfahrungspunkte erhalten. Ja, okay, gehen wir weiter. Hallo Fledermaus. 2 Fledermäuse in einem. Wow, das ist so richtig scheiße. Okay, Technik. Content. Keine Ahnung, was das sein soll. Probieren wir es aus. Now that's really awesome. Trinken wir einen Schluck Wasser. Ja. Sieg. 20 Tri, 6 Erfahrungspunkte, Heilung erhalten. Lam, bam, bam, bam. Nein. Okay, er darf uns nicht sehen. Warten wir hier. Und jetzt. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir sind im Wald, aber wo im Wald? Ja, sehen wir uns einfach um. Da! Bierdeckel, scheiße. Wieso sind die überall Bierdeckel? Wo saufen diese Leute überall Bier? Das ist unglaublich, ey. Dann können sie nicht mal ihren Dreck mitnehmen. Das mögen wir schon, solche Umweltverschmutzer. 10. 9. Ah. That's not so good, I expected, but... it's good. Now it's pretty shitty. Angriff. 10. Ja, jetzt kriege ich eine 10. Jetzt bringt es mir nichts mehr. Bei den anderen will ich jetzt eine 10. Komm schon, du bist Key. Eine außerirdische. Glaube ich jedenfalls. Ich habe jedenfalls nicht nach dem Planeten Erde ausgesehen. Angriff. Ah, lecker Kekse. Gott, das ist so langweilig, diese Kampfsysteme in diesen RPG Maker Spielen. Ich meine, sonst sind sie ja toll, diese RPG Maker Spiele, aber wenn es kein Action-Kampfsystem ist, sind es ein bisschen langweilig, vor allem bei den ersten Gegnern.
Aber komm schon, wie hat der mich denn jetzt gesehen? Ja. Hey, das war ein geiler Konter. Bitte öfters. Schieß, meine kleine Dame, schieß. Und Angriff. Ja, Angriff bitte, danke. Yeah. Und auch dieses Arschloch ist tot. Obwohl ich Fledermäuse eigentlich mag. Well then. Let's go. Das ist heller Musik. Ach, das haben wir schon gesagt. Große Güte, was ist das? Was ist das? Wow! Sieht aus, als komme es aus dem Weltall, aber ganz anders als Dinger vom Mond. Mal sehen, wie geht das Ding wohl auf? Ja, das ist schon eher was, was ich mir von einem Space-Science-Fiction-Spiel erwarte. Schnell! Hierher! Okay. Musik, wo bist du? Aha. Ich würde gerne mal ein RPG-Maker-Spiel spielen, wo die Musik selbst komponiert wurde. Das würde mich ja mal flashen. Wenn ihr, vielleicht kennt ihr ja ein RPG-Maker-Projekt, wo die Musik selbst komponiert wurde. Wenn ja, dann bitte schreibt's mir. Würde mich echt mal interessieren. Ja. Wo bin ich? Ach, wo bin ich? Hey!